steht mein Baby. Oh. Frisch fertig. Alles zu, alles verschlossen. Und jetzt, lasst mich alleine mit ihr. Yo Leute, was geht bei euch? Elmargo ist hier wieder am Start. Und zwar mit richtig guten Nachrichten. Bei Elmargo wird es jetzt richtig abgehen. Es wird richtig eskalieren. Und jetzt fragt euch bestimmt, warum das so ist. Nun ja, die neuen Einzelteile des Gaming-PCs sind endlich da. Warum hat es so lange gedauert? Genau, gute Frage. Erstens hatte ich viel mit Uni zu tun und so weiter, wenig Zeit. Zweitens haben die unglaublich lange gebraucht, um mir den Kram zu liefern. Also ich habe das auf einer Seite bestellt, um mal ein bisschen was auszutesten, weil die auch sehr günstig waren und so weiter. Habe ich es da bestellt, hat sich als Fehler herausgestellt, sage ich es mal so, weil die unglaublich lange gebraucht haben, um genau zu sein, 3 Wochen. Dann haben sie mir die falschen Teile zugeschickt. Jetzt haben sie mir endlich auch die richtigen Teile zugeschickt und die wollen wir jetzt natürlich jetzt einmal zusammen auspacken. Los geht's! Ja Leute, dann wollen wir mal, wundert euch nicht über diese hässliche Bettwäsche, ich unterstütze diesen Verein nicht, ich habe nur diese Bettwäsche mal bekommen und habe sie aktuell drauf, also nicht wundern. Ja, hier stehen die guten Dinger, wir haben hier einmal meinen älteren Computer, ist noch ein bisschen verstaubt und ein bisschen verdreckt, also nicht wundern, ist ein ganz kleines Case, richtig süß, wenn man das mal mit diesem neuen Tower, mit diesem fetten Ding vergleicht. Und zwar ist das, um genau zu sein, ich habe hier einen Zettel liegen, das ist das Fractal Decor 3300, also absolut mega fettes Case, ist für diese ganz fetten Mainboards auch gedacht und so weiter. Ich habe es auch genommen, weil das 2 integrierte Lüfter hat, die man hier hinten auch sehen kann. Also wenn ich den noch ein bisschen vorschiebe, hier ist ein fetter und auf der anderen Seite halt noch. Und da hinten ist er. Und viel Platz für Komponenten, richtig geiler Durchzug, hier sollte nichts überhitzen in dem Ding. Und dann kommen wir jetzt zu den einzelnen Komponenten. Ja, als erstes fangen wir mal an mit dem Prozessor, würde ich sagen. Und zwar habe ich hier ganz hoch gleich gegriffen mit dem Intel Core i7-6700K. Hammer, krasse Scheiße auf jeden Fall. 4 GHz, im Turbo Boost bis zu 4,2 GHz. Also eine absolute Maschine, nicht als Boxed-Version. Darauf steht oder ist angeschlossen das Shadow Rock Slim. 160 Watt TDP. Das Ding ist jetzt nicht das allerbeste und vor allem ist es auch nicht wassergekühlt. Das habe ich insofern gemacht, weil da diese Variante erstens ein bisschen günstiger ist. Ich weiß, darauf sollte man nicht immer achten. Zweitens aber habe ich sehr gute Erfahrungen mit Lüftungskühlern gemacht und so weiter. Und ich habe auch schon was von Wasserkühlern gehört. Das ist meine eigene Erfahrung. Ich weiß, im Generellen stimmt es vielleicht gar nicht so doll. Aber ich bin damit so weit zufrieden. Schauen wir mal in den Karton, Leute. Was sich hier so drinne verbirgt. Und als dieser Karton ankam, bin ich erstmal total durchgedreht, Leute. Okay, schauen wir an, was hier so abgeht. Wir haben, oh, wo soll ich denn mal anfangen? Wir haben mit das Allerkrasseste, fange ich an. Woo! Ein SATA-3-Kabel, ein SATA-3-Kabel. SATA-3. Yo, Leute, guckt euch das an, mit Klemme sogar, damit das Ding bloß nicht abfliegt. Da machen wir weiter. Und zwar mit dem Mainboard. Genau, wie ihr schon sehen könnt, ist es das ASRock Z170 Pro 4 Super Alloy Motherboard, Stable and Reliable. Also absolut krasse Schiene. Kann ich kaputt machen hier. Ich denke, der Kollege wird dieses Mainboard auch echt krass finden, seinen Blick zu urteilen. Und ja, da sehen wir das, es ist absolut geil mit DDR4 RAM-Slots. Und diese DDR4 RAM-Slots zeige ich euch jetzt mal. Ich habe hier nämlich die Ballistic X 16 GB DDR4 RAM-Speicher. Absolute Maschine, das Ding. Dann kommen wir zur Festplatte. Ultra spannend, genau. Ich habe auch diese Verpackung noch nie gesehen, also gar keine richtige Verpackung. Sondern einfach nur so eine Alu-Verpackung. Und zwar ist das ganz, ich weiß nicht, die Toshiba 2 Terabyte, ja, Toshiba 2 Terabyte, also sollte auch reichen, 2 Terabyte, man muss sie nicht übertreiben. Und damit das System auch schön schnell läuft, habe ich die Kingston SSD Now UV400 mit 240 GB mit einer echt schnellen Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Und jetzt kommen wir zum Herzstück des Gamers, zur Grafikkarte. Ich habe gegriffen zur Gainward Phoenix, das ist eine GeForce GTX 1070 mit 8 GB GDDR5.
Wundert euch nicht, warum ich mir nicht die 1080 gekauft habe, aber das Preissegment war mir dann doch ein bisschen zu hoch. Also bei der GeForce 1080 muss man ja dann doch eher in den Bereich 700 Euro greifen. Bei der GeForce 1070 bin ich noch bei 500 jetzt geblieben. Das ist sogar die Golden Sample Edition Born to Kill. Absolute Turbo-Eskalation. Und dementsprechend würde ich sagen, bauen wir die Komponenten zusammen. So, die schlauesten Leute haben sich jetzt natürlich gefragt, hey, wo ist denn das Netzteil? Und das Laufwerk. Genau, das übernehme ich aus meinem alten PC. Das Netzteil ist ein 850 Watt Netzteil. Ich weiß, ich habe damals total übertrieben, aber das war im Angebot und es war super günstig. Da habe ich direkt 850 Watt gekauft. Braucht man nicht, ich weiß, ist aber hart geil. Und mein Laufwerk ist ein ganz einfaches DVD-Laufwerk. Ich brauche kein Blu-ray, weil ich weder Blu-rays hier habe, noch viel Filme gucke oder so. Und wenn ich Filme gucke, dann mache ich das über Amazon Prime oder über andere Webdienste, wo ich irgendwie noch ein Abonnement laufen habe. Genau, dementsprechend baue ich die auch mit rein. Da mache ich mich jetzt ran. Ich bin richtig gespannt, Leute. Und dann kann gesuchtet werden. 6 Stunden später. So, Leute, ich würde mal sagen, ich bin richtig gut drauf, weil das Ding ist fertig, ja. Ich habe es ein bisschen zusammengebaut. Ich habe ein paar Stündchen gebraucht, weil ich das auch sehr, wie soll ich sagen, sehr penibel, sehr fein mache, weil es einfach mein Baby ist, mein PC. Und das Ding muss richtig geil zusammengebaut werden. Sprich, ich habe mir da richtig viel Zeit für gelassen, habe das alles ordentlich gemacht, also 1-2 Stündchen. Und es ist oberkrank geworden. Ich habe das Ding auch schon einmal gestartet. Es läuft alles wie eine 1. Jetzt muss nur noch eine Software, ein Betriebssystem draufgespielt werden. Und schauen wir uns das gute Ding jetzt mal an. Ja, Leute, da steht das gute Ding. Daneben noch mein alter Computer, alles ein bisschen durcheinander. Sorry für dieses unglaubliche Chaos. Hier stehen noch die Kartons, Cuttermesser etc. Hier steht das gute Ding. Also nochmal all in all, absolut geil, dass ich mir so ein fettes Case gekauft habe, muss ich sagen. Wir haben hier vorne als erstes die gehäuseintegrierten Sachen, also Kopfhörerbuchse und Mikrofonbuchse, zweimal USB 3.0. Die gehen direkt hinten einmal zu den Anschlüssen im Motherboard, beziehungsweise in der Grafikkarte. Also wir haben hier oben USB 3.0 zweimal, Maus- und Tastaturanschluss, HDMI für die grafikintegrierte Einheit auf dem Prozessor, beziehungsweise Mainboard halt. Dann Bildschirm, der nochmal 4x3.0, also insgesamt 8x USB 3.0 auf dem Computer, LAN-Buchse, ganz viele Audio-Buchsen und so weiter. Und hier haben wir dann die Grafikeinheit, also die Grafikkarte mit die ganzen Anschlüssen. Ja, so sieht das ganze Ding aus. Ganz schön viele Kabel hier unten. Nein, das geht eigentlich. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Also ich habe zwar ein Netzteil mit 850 Watt, einfach mal hart übertrieben, hat richtig Power, jedoch leider keins, wo man die Module einzeln anstecken kann. Ich wollte mir jetzt kein extra Kanal kaufen, weil ich dafür auch schon relativ viel Geld ausgegeben habe, weil es eben 850 Watt sind. Ja, deswegen habe ich daran keine Steckmodule, deswegen muss alles leider dran sein. Ist dann aber so, finde ich nicht so wild. Die restlichen Dinger habe ich, gucken wir gleich mal auf der anderen Seite. Also wir haben denn das Mainboard, welche Produkte das sind, hatte ich ja schon gesagt, mit dem angeschlossenen Prozessor. Genau, hier haben wir dann den Kühler, den CPU-Kühler, das ist ein Be Quiet-Ding, hammerkrasse Scheiße. Dann haben wir hier die fette Grafikkarte von Gainward. Hier unten haben wir noch die guten Lüfter, die das Ganze kühlen. Hier unten hängt unsere Toshiba 2TB, externe Stromversorgung der Grafikkarte und so weiter. 16 GB RAM hängt hier. So sieht also das Ding insgesamt aus. Schon relativ nice, würde ich sagen. Die ganzen Kabel, die kommen ja von hinten, wie ihr seht. Logisch, wie habe ich das gemacht? Genau, so habe ich das gemacht. Und zwar ist es natürlich nervig, wenn die alle im Innenraum des PCs sind und den Airflow da stören. Deswegen habe ich so viele Kabel wie möglich nach hinten geflanscht. Also so, ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch gleich ein bisschen festbinde, damit die ein bisschen stabil da hinten sind. Und hier hinten verbirgt sich noch die SSD. Also ich muss sagen, das ist absolut geil an diesem Case. Also dass die Steckplätze hammerkrass sind. Also auch wie die HDD da drin hängt. Echt schön fest und so weiter natürlich. Und hier natürlich die geile SSD. Und ach ja, die Kabel, die wir nicht brauchen, das ist ein ganz schöner Klumpen. Da sind voll viele dran. Also allein wie viele Anschlüsse hier sind und da, habe ich jetzt zusammengeknotet und hier reingelegt. Da liegen sie dann ganz gut drin. Die binde ich jetzt halt noch ein bisschen fest. Achso, und was noch übrigens echt heftig geil ist, dass das Ding, also das Case hier unten, wenn man da unten das rauszieht, hat das ein Staubsieb. Also der aufgefangene Staub und so weiter, den kann man denn da
rausholen, weil hier auch das Netzteil ist und der von unten die Luft ansaugt. Deswegen ist da unten auch ein bisschen Freiraum, weil der dort die kalte Luft ansaugt. Und auch nicht den Airflow im Gehäuse stört. Ja, Leute, wie ich es also schon angekündigt habe, es wird hart eskalieren. Ich habe richtig Bock auf das Ding. Das Ding läuft in der 1, also absolut mega heftig schnell. Ist richtig nice. Ich habe halt jetzt schon das Betriebssystem drauf. Es ist einfach absoluter Wahnsinn. Ich muss jetzt natürlich die restlichen Einstellungen noch tätigen. Alle Treiber richtig installieren, die geile, beste Software dafür installieren, bis alles richtig geil läuft. Und dann wird's richtig abgehen, Leute. Das war's zu meinem Gaming-PC, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video.